Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Wie ihr wisst, empfehle ich hier im Markenrebell Podcast nur Dinge, von denen ich tatsächlich zutiefst überzeugt bin. Und heute möchte ich euch einen Partner vorstellen, mit dem wir selbst eng zusammenarbeiten. Ich begegne in meiner Arbeit als Strategieexperte für digitale Markenführung immer wieder Unternehmen, die begeistert neue Technologien betrachten, sich jedoch praktisch mit den vielen technischen Anforderungen heutzutage überfordert fühlen. Boot AI ist der Ansprechpartner rund um das Thema künstliche Intelligenz. Dank langjähriger Expertise analysieren die Jungs und Mädels dein Unternehmen umfassend und öffnen dir den Weg zu verborgenen Potenzialen. Durch intelligente Datenanalyse, innovativen Produkten, Dienstleistungen, Prozessautomatisierung und viele mehr erreicht dein Unternehmen Gewinnoptimierung, einen höheren Skalierungsgrad und mehr Effizienz. Boot AI bietet nicht nur Beratung für künstliche Intelligenz, sondern kann mit einer Taskforce auch KI-Anwendung anschließend mit dir pilotieren und implementieren. Alle Infos zu diesem Thema findet ihr im Netz unter boot.ai und natürlich wie immer in den Shownotes dieser Folge. Oder schreibt mir einfach eine Nachricht und ich mache euch eine Intro. Und jetzt geht's weiter hier. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von The Art of AI. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. In den zurückliegenden Folgen haben wir darüber gesprochen, warum es durchaus ein Wettbewerbsvorteil sein kann, sich mit dem Thema künstliche Intelligenz zu beschäftigen und wie KI-Projekte gestartet werden können. Heute wollen wir noch konkreter werden, denn ich möchte mit unserem KI-Experten über ganz konkrete KI-Projekte sprechen, die bereits von Unternehmen gestartet wurden oder auch derzeit noch in der Entwicklung sind. Damit verlassen wir heute ein Stück mehr die theoretische Ebene, um über praktische Anwendungsszenarien zu sprechen und vor allem, was sich Unternehmen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz versprechen. Und natürlich wie immer mein Aufruf an dieser Stelle. Wenn ihr Fragen habt oder euch Themen im Bereich künstliche Intelligenz besonders interessieren, dann schaut gerne auf unserer Website markenrebell.de vorbei. Dort findet ihr oben im Menü den Punkt Service und hier habt ihr die Möglichkeit, kostenlos unserer Messenger-Gruppe beizutreten. Jetzt starten wir aber endlich. Freut euch auf eine neue Folge von The Art of AI mit Florian Schild. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu The Art of AI mit Florian Schild. Heute natürlich wieder mit dabei. Florian, servus, grüß dich und hallo. Ja, servus, Norman. Servus. Florian, für alle die unsere ersten Folgen nicht gehört haben, stellst du dich vielleicht selbst nochmal kurz vor, wer du bist, was du machst und dann starten wir auch gleich durch. Also ich bin seit meinem Jugendalter bin ich im Bereich Künstliche Intelligenz unterwegs. Ich habe damals selbst optimierende Karriereautos gebaut. Ich habe eigene Trading-Spots erstellt. Ich habe in der Künstlichen Intelligenzforschung im Militär gearbeitet. Habe bei Siemens unter anderem und habe in den letzten Jahren kam das Gebiet Entrepreneurship dazu. In den letzten 7 Jahren. Ich war unter anderem in Stanford. Unterstütze seit den letzten Jahren aktiv Startups bei der Implementierung von Künstlicher Intelligenz, so zum Beispiel auch Shopko, um da einfach wesentlich mehr Potenzial für die Zukunft rauszudrücken. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, jetzt hier heute wieder mit dabei zu sein. Sehr cool, da gehörst du hin. Erzähl vielleicht noch einen Satz zu Boot AI, unserem Sponsor dieser Sendung. Boot AI ist so ein One-Stop-Shop für Künstliche Intelligenz. Also alle Fragen, die zu Künstlicher Intelligenz an Unternehmen anfallen, fangen wir auf und klären die ab. Und auf der zweiten Seite sind wir auch ein Community-Builder. Also wir erstellen eine Community im deutschsprachigen Raum rund um das Thema Künstliche Intelligenz und klären da auf. Stark. Klare Empfehlung, euch da an oder den Hörern, sich euch dort anzuschließen, um einfach auch hier wirklich in
ein tolles Netzwerk aufzubauen. Es soll heute in dieser Folge um das Thema Anwendungsgebiete von künstlicher Intelligenz für Unternehmen gehen. Und ich bin ganz gespannt, welche Beispiele du uns mitgebracht hast, was du vielleicht schon gesehen hast in der Vergangenheit. Aber bevor wir da einsteigen, habe ich natürlich noch eine Frage. Du hast vorhin gesagt, Carrera-Autos hast du gepimpt. Mhm. Was hast du mit denen gemacht? Also du, wenn du ein normales Carrera-Auto hast, dann liegt es ja auf so einer Elektrospur und du als Bediener drückst dann diese Geschwindigkeiten. Also du sagst immer, okay, wie schnell soll ich fahren? Und manchmal, wenn du zu schnell drückst und in die Kurve fährst, dann fliegt es raus. So, und was ich jetzt gemacht habe, ist nichts anderes, als dass ich Bewegungssensoren eingebaut habe. Mhm. Und dass diese Bewegungssensoren, also das Auto fährt jetzt erstmal langsam und merkt sich dann, okay, wo dann eine Kurve ist. Also es schlägt halt dann an die Seite an. Das ist so wie so ein Pendel, kann man sich vorstellen. So, sobald es eine Kurve fährt, weiß es, okay, hier ist eine Kurve. Und das Carrera-Auto fährt halt langsam an. Und Runde zu Runde wird es immer schneller, so dass es dann die optimale Geschwindigkeit findet. Wenn es einmal rausfällt, dann baue ich es wieder an. Also sage ich, okay, wieder auf Start, setze es zurück, sozusagen, dass der Start dann an der Stelle ist. Und es optimiert sich dann über für Runde halt selber. Und das konnte man halt, da konnte man beliebige Strecken aufbauen. Dann konnte man halt sagen, okay, versuche jetzt mal gegen den Rivalen hier zu gewinnen. Und es war nahezu nicht möglich, da wirklich mit Schritt halten zu können. Spannend. Wie alt warst du da? Das war, ich glaube, da war ich 16, irgendwie 16. Mit 16 mal eben eine Carrera-Bahn gehackt. Ja, also das liegt bei mir daran, weil ich auch parallel zu meinem Abitur auch eine Ausbildung in Elektrotechnik gemacht habe. Mhm. Ich habe mich schon immer für Elektrotechnik interessiert. Also ist quasi früher war mein Fokus, also wirklich in den Bereich Elektrotechnik hineinzugehen. Mhm. Kannte mich aber schon von Kind an wirklich schon gut mit Computern aus, bin da in die Entwicklung hineingegangen. Dann hatte ich mal so ein Clickboard für Werbung, der für mich dann automatisiert Geld einnimmt, indem ich einfach auf Werbeanzeigen klicke, mir die anschaue, in Anführungszeichen. Der Computer hat sich die eher angeschaut. Mhm. Um dann halt damit mein monatliches Taschengeld zu verdienen. Also es war jetzt nicht, dass man ein Millionär wird, aber es war zumindest, ein Taschengeld hat sich ordentlich aufpoliert. Ja, stark. Florian, das Ziel wäre heute einfach so für diese Sendung mal so in die Industrie reinzugucken, vielleicht auch mal in das Thema Dienstleistungen, inwieweit man da mit KIs vielleicht was machen kann und vielleicht auch in den Bereich der Produkte. Ja, gerne. Dass man vielleicht so diese drei Stationen mal absurfen und vielleicht noch so eine kleine Randnotiz, vielleicht können wir dazu eine eigene Podcast-Folge machen, denn wir arbeiten ja auch zusammen an einem konkreten Projekt in der Gesundheitswirtschaft. Mhm. Und sobald wir soweit sind, da können wir jetzt vielleicht schon mal neugierig machen, können wir dazu vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr erzählen, um auch hier noch mal eine ganz konkrete Anwendung zu zeigen, um mal zu sagen, wie sind wir da rangegangen, was war dafür notwendig und in welchem Zeitraum lässt sich schon so ein erster Prototyp bauen, bis man dann wirklich auch Schritt für Schritt in den Live-Betrieb kommt. Ja, also gerne. Genau, Anwendungsgebiete in der Industrie. Wo macht aus deiner Sicht KI dort Sinn und welche konkreten Beispiele kennst du, wo KI wirklich geholfen hat, Prozesse zu verbessern, neue Geschäftsmodelle vielleicht aufzumachen? Ja, ich würde, glaube ich, erstmal bei den Prozessen anfangen. Also Prozessoptimierung ist ja eigentlich schon immer, also schon lange Zeit Thema und hier haben wir jetzt wirklich einen Vorteil, dass mit künstlicher Intelligenz wirklich Prozesse auch automatisieren können. Man findet Anwendungsgebiete auf jeden Fall auch in der Maximierung von Fertigungsausbeute, also sei es zum Beispiel das Erstellen von bestimmten Produkten oder gerade im Plastik- oder 3D-Druckverfahren, wo künstliche Intelligenz halt noch intelligentere Verfahren entwickeln, um halt Material zu sparen. Mhm. Es kann aber auch sein für automatisierte Qualitätstests. Hier ist KI sehr gut, gerade im bildgebenden Verfahren. Also zum Beispiel, wenn ich eine Schleifmaschine für Besteck habe und ich möchte wirklich ein hochwertiges Besteck erstellen, wo halt keine Kanten oder sonst was dran ist und man möchte wirklich ein rundes Bild haben, da kann man zum Beispiel bildgebende Verfahren nutzen, um zu testen, wie ist der Schliff, um da wirklich den Menschen dabei zu unterstützen oder teilweise sogar auch abzulösen, um das zu verbessern.
Ja. Aber es geht auch, zieht sich weiter, Lieferkettenmanagement oder auch Supportfunktionen in Telekommunikationsbereich. Also da gibt es viele Möglichkeiten, die wir eigentlich jetzt einsteigen können. Dann steigen wir doch mal in einen Markt ein, der noch sehr bequem zurückgelehnt ist. Ist nicht die Verlagsbranche, das war, glaube ich, so die erste Branche, die von der Digitalisierungswelle erfasst wurde, wo es dann auch ein paar Opfer zu beklagen gab oder ein paar alte Geschäftsmodelle transformiert wurden in digitale Geschäftsmodelle, siehe Axel Springer Verlag. Nehmen wir doch mal die Pharmabranche. Jetzt stellen wir uns doch mal vor, und vielleicht können wir mal so ein Szenario aufmachen, dass Tabletten, so wie wir sie heute kennen, morgen nicht mehr in irgendwelchen osteuropäischen Werken produziert werden, sondern tatsächlich über einen 3D-Drucker in einer kleinen Manufaktur hier ums Eck personalisiert, individualisiert für mich als Patienten produziert werden. Mit den Hilfs- und Wirkstoffen, die für mich perfekt abgestimmt sind in der Menge und Dosierung, wie ich sie vielleicht über einen Zeitraum X nehmen müsste. Jetzt. Wow, cool, ja, coole Sache. Ja. Jetzt, nee, finde ich gut. Ja. Ja, also jetzt stellen wir uns dazu jetzt mal parallel, das war jetzt mal so die Hardware, die Software noch vor, nämlich die KI, ja, die dazu führen wird, also vielleicht so als Szenario, dass ich vielleicht über eine Mobile-App so mein Profil pflege, mit meinem Arzt verbunden bin und die KI so immer mehr über mein Gesundheitsbild erfährt, mir viel bessere Empfehlungen machen kann und mich vielleicht in dieser Manufaktur ums Eck anmeldet, damit ich dann meine Tabletten abholen kann, um meinen Vitamin-D-Spiegel zu erhöhen, Kopfschmerztabletten zu bekommen, die vielleicht kombiniert sind mit Vitamin D, weil ich da einen Mangel habe und die KI weiß das. Das würde ja bedeuten, und jetzt habe ich das nur mal so eben kurz angerissen, das würde ja bedeuten, dass es dass künstliche Intelligenz in Verbindung mit wie 3D-Druck oder Sensoriken ja diese Branche komplett umwälzen würde, weil diese Prozesse, wie wir sie heute kennen, gar nicht mehr da sind. Ja, ist das eine Frage? Also ja, also theoretisch schon. Also weil du hast halt die Umwälzung würde halt dadurch geschehen, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, mit Hilfe, jetzt kommt ja das Wort Big Data, also mit Hilfe von vielen Daten, die wir haben, wo man eigentlich Expertenwissen einkaufen möchte. Also du könntest ja quasi, wenn du jetzt sehr vermögend bist, könntest du ja einen Experten einstellen, der für dich die perfekte Mixtur macht. Er nimmt dir wahrscheinlich dein Blut ab oder macht vielleicht noch einen Gentest, wenn es ganz professionell ist, für die Trägersubstanzen und wird dann deine Ernährung schauen, was für ein Stoffwechseltyp bist du und was weiß ich, was es da alles für Tests gibt und würde dann im Gegenzug schauen, okay, was gibt es für Medikamente oder was für Vitamine nimmt man das, was sind die aktuellen Studien, die quasi für Hochleistungssportler oder für Menschen, die extrem lange leben, was nimmt man dann hinzu? Und das würde man bündeln, dann wird sich dann wahrscheinlich ein Jahr damit auseinandersetzen oder wenn er sehr gut ist oder es Experten gibt, ich weiß nicht, ich kenne den Gebiet nicht aus, vielleicht auch eine Woche, aber auf jeden Fall wäre es halt ein aufwendiges Verfahren, was sich dann letztendlich keiner leisten möchte, weil es einfach denkt, okay, so genau muss ich nicht wissen. Mhm. Und hier ist halt der Vorteil, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz hat man jetzt die Möglichkeit oder der Entwickler hat die Möglichkeit, diese ganzen Quellen sich zugute zu führen und dann daraus mithilfe eines Experten dann die entsprechenden Strukturen rauszuziehen. Also wie geht der Experte vor? Was nimmt er für Quellen? Worauf achtet er? Was braucht er zum Beispiel von den Bluttests? Was braucht er von den Gentests? Was sind die Parameter? Und die kann man halt miteinander so kombinieren, dass letztendlich man eine Intelligenz für dieses Gebiet rausfinden könnte. Wenn wir jetzt mal die Perspektive der Unternehmen, jetzt im speziellen Beispiel mal der Pharmaunternehmen, einnehmen würden, was wäre so deine Empfehlung? Worauf würdest du dich konzentrieren? Würdest du versuchen, die osteuropäischen Werke aus unserem Beispiel produktiver und effizienter zu machen durch Robotik, durch künstliche Intelligenz, um die Fertigung zu beschleunigen oder noch günstiger zu machen? Oder würdest du dich eher mit dem Thema KI auf Innovationen, so wie im Beispiel erklärt, mit dem Thema 3D-Druck beschäftigen? Ich kenne mich zwar jetzt nicht
gut aus in der Pharmaindustrie, aber ich weiß zumindest, das wissen wir beide, dass die Margen bei der Produktion von Medikamenten gigantisch sind. Also die auch teilweise, wie einfach Medikamente zu entwickeln sind. Also das trifft natürlich nicht für alle zu. Also gerade für Antibiotikum kann ich mir vorstellen, dass es sehr komplex ist. Aber es gibt auch einfach also Medikamente, die leicht herzustellen sind. Das heißt, da würde ich sagen, da sind wir schon gut bedient. Ich würde tatsächlich in die Individualisierung reingehen. Ja, das ist, absolut. Geht ja auch bei den Medikamenten ist es ja so, ne, habe ich letztens noch mit einem gesprochen, der im Startup tätig ist oder ein Startup aufbaut. Die machen genau sowas, die machen einen DNA-Test und dann rauszufinden, was für Trägersubstanzen du verträgst. Also man kann sich ja Medikamente immer so vorstellen, dass die haben halt die Wirksubstanz und eine Trägersubstanz. Und diese teilweise ist es so, dass wenn ich ein Medikament einnehme, sagen wir 500 Milligramm Ibuprofen, dass wir dann, der eine reagiert sehr gut drauf, für den anderen ist es schon zu viel, also schon fast überdosiert, also wirkt schon fast toxisch. Und ich weiß nicht, ich kenne die ganzen Schritte nicht. Also ich habe es auch nur mir so sagen lassen. Und da finde ich es halt interessant, dass man eine Struktur oder ein Muster herausarbeitet, dass man sagt, okay, bevor ich dieses Medikament nehme, habe ich dieses Wissen, also das wird ja, jedes Medikament muss ja immer so und so viel mal getestet werden, bevor es auf den Markt kommt. Das sind ja extrem strenge Auflagen. Dieses Wissen wäre auch gut, wenn man das zur Verfügung hätte, um das dann zu matchen mit dem, was ich bin. Also das geht ja aktuell nicht. Momentan haben wir diesen Beipackzettel, da steht halt einer von 1000 hat halt eine Unverträglichkeit oder Durchfall oder was auch immer, was er hat. Ja. Und das wäre doch super interessant, dieses Wissen, was aus diesen Studien schon ergangen ist, was eigentlich super schwer für den Laien zu lesen ist, für mich schon synchronisiert und gematcht wird. Das heißt, das finde ich auf jeden Fall eine interessante Richtung, in die man mal reinschauen sollte. Ja, bin ich völlig bei dir. Also gerade was so das individuelle oder die individuelle Patientenversorgung angeht, finde ich das super interessant. Einfach auch, weil ich vielleicht, wenn es denn keine Aufhebung des Wirkmechanismus geht bei einem Medikament, dass ich dann vielleicht auch Dinge miteinander kombinieren kann. Ja? Also wir beide sind keine Pharmakologen, das vielleicht als Disclaimer hier, und auch keine Ärzte oder dergleichen. Aber jetzt stelle ich meinst, mir... Meinst du, dass man zum Beispiel, also statt dass man jetzt morgens 3 Pillen schluckt, man quasi eine perfekt auf sich angepasst wird. Ja, das stimmt. Das wäre natürlich auch super. Ja. Warum? Weil die KI weiß, der hat seine Laborwerte mir gegeben, der User, ne, oder der Patient, den ich da als KI betreue, in Anführungsstrichen. Und ich sehe genau, der hat einen Vitamin-D-Mangel, ja. Vielleicht noch B12, weil er Vegetarier oder Veganer ist, ja, und B12 schwieriger bekommt. Und der möchte jetzt eine Kopfschmerztablette abholen, dann baut die KI mir wirklich das so zusammen, wie ich es denn haben möchte. Oder wie ich es brauche, so eher wie ich es brauche. Ne? Ja, wäre auf jeden Fall ein schönes Szenario. Ja, und gleicht sich natürlich dann ab und sagt, okay, kann ich die Wirkstoffe überhaupt miteinander kombinieren, ne? Oder heben sie sich auf? Ja. Und allein der Müll, der wegfallen würde, weil ich angebrochene Verpackung vielleicht dann auch nicht mehr zu Ende nehme oder so. Ja, so kann ich Therapien zum Beispiel genau auch auf eine zeitliche Achse bringen und dann bekomme ich halt tatsächlich nur das, was ich brauche. Ja, ja. Das stimmt. Denkst du, also ich möchte jetzt kein so großes Horror-Szenario wieder aufbauen, aber kannst du dir ja vorstellen, jetzt im Bereich Nanobots, also das könnte ich mir halt auch vorstellen, das sind ja theoretisch, die könnte man als Sensoren verwenden, Wahnsinn. Dass man wirklich Feedback dazu nutzt, aber wie würdest du das jetzt sehen, also was würde es mit dir machen, wenn du sagst, du schluckst eine Pille, da sind nicht nur diese Medikamente drin, sondern tatsächlich auch Nanobots, die dann Feedback geben, möglicherweise an den Provider, der dir die Medikamente ausgibt. Der Provider ist auch sehr schön. Ja, also gibt natürlich dann so zwei Stimmen in mir oder auch wahrscheinlich in jedem anderen auch. Auf der einen Seite ist es natürlich ein Kontrollmechanismus für eine Krankenkasse. Habe ich die Tablette tatsächlich genommen? Ja? Bin ich ein Patient, der an seiner Gesundheit interessiert ist und spart mir das vielleicht als Krankenkasse Geld, ja, und kann ich dann den Tarif entsprechend gestalten etc. Also die Überwachung ist auf der einen Seite fraglich für mich, auf der anderen Seite, um wie du sagst, einen Wirk-
oder eine Wirkung nachzuweisen, ja, um dann letztendlich das Medikament vielleicht sogar auch zu verbessern, ja, Erkenntnisse zu gewinnen, wie das vielleicht auch auf diesen individuellen Organismus wirkt, ja, und das wieder matchen zu können am Ende in der Datenbank. Das finde ich natürlich super spannend. Das finde ich super spannend. Ich kann mir halt vorstellen, dass man dadurch auch eben diese, also man könnte ja schon fast dann von Smart Pills sprechen. Also es smarte Pillen, also in der Hinsicht, es gibt ja viele Krankheiten, zum Beispiel eine Freundin von mir, die beklagt, hatte so starke Migräne, über mehrere Tage, häufiger im Jahr. Und sie hat auch schon alles ausprobiert, also von Medikamenten zu Therapien, zur Meditation, alles. Und sie hat immer noch sehr starke Kopfschmerzen, es geht einfach nicht weg. Auch Kopfschmerzzentrum, also es ist wirklich von alles, also was man sich so international vorstellen kann, was man machen könnte. Und das wäre super, super interessant. Also spannend. Sie nimmt zum Beispiel Migräne-Mittel. Und ich fände es einfach mal interessant, so leichte Parameter zu verändern. Natürlich, wenn der Patient oder wenn sie damit einverstanden wäre. Aber ich weiß nicht, bei mir ist es so, ich mag zum Beispiel auch mal ab und zu was ausprobieren. Also bin jetzt keiner, ich nehme keine Medikamente, nahezu keine Medikamente, wenn ich vielleicht mal irgendwas brauche. Also vielleicht zwei oder dreimal im Jahr nehme ich Medikamente. Aber dass wenn, weil ich glaube, wenn es mir richtig schlecht gehen würde und ich dann schon keine, also bevor ich mir jetzt irgendwelche Impulse irgendwie in den Rücken schießen lasse, um mich zu betäuben, dass ich die Schmerzen nicht mehr merke, würde ich dann vielleicht tatsächlich das sogar mal ausprobieren, um dann möglicherweise dann hingehend in der Zukunft sogar mit meinem persönlichen Assistenten, also so die KI, also wenn wir jetzt mal hier Siri in die Zukunft denken, vielleicht so ein Zusammenarbeit mit dem Arzt, remote, sowas ausprobieren würde. Also ich sage, okay, wie die Medikamente, also dass wir halt da versuchen, an der Zusammensetzung was zu verändern. Und dass ich dann halt dann täglich die Medikamente dann geliefert bekomme, um dann einen bestimmten Verlauf zu sehen. Ja. Fände ich mal interessant. Ja. Ich sage das jetzt so, wie gesagt, ich bin auch, wir haben, du hast es eben schon gesagt, geclaimed, wir sind beide keine Ärzte. Ja. Ich weiß auch nicht die Langzeitwirkung und so weiter, aber es wäre zumindest mal interessant, was damit alles machbar wäre. Ja. Also ich meine, was man ja festhalten kann, was wir ja gerade hier skizziert haben, ist ja tatsächlich, dass wir sagen, weg von der Medizin, wo jedes Medikament für jeden gleich ist, so wie wir es heute eigentlich haben. Ja? Also klar ist der Wirkstoff für dich, für dein Thema vielleicht ein anderer, aber wenn wir Kopfschmerzen haben, haben wir alle einheitlich Kopfschmerzen und dann kriegen wir einheitlich, was weiß ich, Ibuprofen oder was es auch immer da gibt, ja. Man kann natürlich noch über eine Dosis reden, aber dann war es das auch schon mit Individualisierung. Und das finde ich ein spannendes Thema, was du angesprochen hast, das Thema, wie schaffen wir eine Medizin in der Zukunft, die A, schnell ist, die mich vielleicht auch weniger lang in der Therapie hält, ne? Also dass ich weniger lang diese Medikamente nehmen muss, wenn ich zum Beispiel an Antibiotika zum Beispiel denke, ja? Oder dass ich vielleicht auch Wirkstoffkombinationen bekomme, die für mich personalisiert sind, also die für meinen Organismus tatsächlich toll sind. Und letztes Thema, was du angesprochen hast, vielleicht über die Smart Pill, dass ich wirklich herausfinde, hat das für diesen Organismus funktioniert? Wie schnell, ja, wie nachhaltig vor allen Dingen? Wurde ein Problem gelöst oder wurde nur ein Deckel drauf gemacht? Ja? Und diese wichtigen Erkenntnisse in eine KI einfließen zu lassen, die dann weltweit andere Patienten in ähnlichen Lebenssituationen, selbes Geschlecht und so weiter, ne, miteinander vergleicht und dann vielleicht eine viel präzisere Therapieempfehlung aussprechen kann. Spannend. Ja. Ich finde es auch spannend. Jetzt könnte man die große Frage stellen, kann man vielleicht mit einer KI den Krebs heilen? Da ist KI und Krebs mag ich gerne an die Frau vom Zuckerberg vom Zuckerberg verlinken. Die macht in diesem Bereich einiges. Also ja. KI und Medizin und gerade auch diese Krankheiten heilen. Also da hat sie wirklich ein tolles Institut aufgebaut. Da kann ich da immer so den Link hingeben. Du, vielleicht können wir die mal einladen. Wir wollten ja immer zu dritt ein Interview machen. Die Frau von Zuckerberg. Ja. Ja, ich rufe sie mal gleich an und mal gucken, was sie sagt. Sehr gut, das wollte ich hören. Florian, das war jetzt mal so ein kleiner Ausflug in die Industrie.
Fand ich super spannend und ich glaube, jedem Pharmaunternehmen weltweit, vor allen Dingen aber in Deutschland, weil wir haben ja im Vorgespräch gesagt, die KI der Zukunft wird von den Ingenieuren aus Deutschland entwickelt. Das ist zumindest eine Perspektive oder auch das Potenzial, was so in uns steckt. Wenn wir schon nicht die erste Digitalisierungswelle mitnehmen, dann bitte die zweite. Lass uns mal auf Dienstleistungsebene gehen. Können wir uns eigentlich was völlig aussuchen, ob das jetzt ein Versicherer ist oder sonst was ist? Hast du schon Beispiele gesehen, wo quasi eine KI mir in einem Dienstleistungsgewerbe helfen kann? Definitiv. Also das ist sogar da, wo eigentlich jetzt gerade der schleichende Prozess am intensivsten ist. Es ist gerade auch in dieser Versicherung, in der Versicherungsbranche ist es halt sehr stark. Also da geht es sogar teilweise hin bis zu diesen Versicherungspolicen, Lebenserwartungen und teilweise, und da kriege ich langsam auch schon so ein bisschen die Gänsehaut, für Patienten, ob die dann, ob es sich quasi lohnt, dann eine Operation zu machen oder nicht. Also da gibt es wirklich, also von klein bis groß gibt es sehr viel, also jetzt im Gesundheitssektor speziell. Und für die Versicherung allgemein, das ist also da geht es zum Beispiel, also wie gesagt, jetzt um Policen, also du möchtest jetzt quasi jetzt dich privat versichern, und dann wird halt eine Umfrage gemacht, das wird halt ausführlich gefragt, also der Fragebogen, der gestellt wird, ist halt sehr ausführlich und darauf wird dann halt versucht, herauszufinden, mit was für Wahrscheinlichkeiten du jetzt ein Patient ist, der eher kosten würde oder was einbringen würde. Ich meine, so rechnet sich letztendlich deine Krankenkasse. Und ich weiß, dass die Krankenkassen halt sehr aktiv in dem Bereich sind. Ich möchte aber vielleicht mal den Fokus ein bisschen aus diesem Gesundheitssektor wegbringen. Was ich eigentlich auch interessant finde, sind auch so zum Beispiel für Designer. Einfach so mitarbeitende, kontextbewusste Roboter. Also die einfach wissen, wir sind jetzt hier ich mache jetzt ein Webdesign, also speziell der Kontext ist so ein Webdesign. Ich möchte jetzt ein neues Webdesign erstellen und wir haben jetzt eine KI, die sich einfach die Trendseiten aktuell anschaut, was sind sozusagen die Muster, die da immer wiederkehren, welche Seiten konvertieren sehr gut. Und diese KI unterstützt jetzt den Webdesigner aktiv dabei, sein Layout zu setzen. Es könnte zum Beispiel so aussehen, dass man eine Maske hat und die dann genau zeigt, an welchen Koordinaten ungefähr der Button platziert werden sollte. Dann im nächsten Schritt könnte es sogar sein, dass diese Symbolik, also die in der User Experience, wenn der User jetzt wirklich auf der Seite sich befindet und grün zum Beispiel als sehr unangenehm findet, sich dieses Design auf ihn adaptiert. Also wenn ich zum Beispiel blau sehr gerne mag oder ich vielleicht so eine grün-blaue Schwäche oder sowas habe, sowas könnte man in dem Nutzerverhalten quasi mit reinlegen, um dieses Design für dich anzupassen. Das könnte aber auch gleichzeitig für Sales und Marketing auch die Chance birgen, Call to Actions interaktiv zu setzen während des Browsingsverhaltens. Also wenn ich zum Beispiel weiß, da ist User XY, der hat gerne, der liest als erstes gerne einfach mal alles und würde dann kaufen, während ich User ZY habe, der einfach nur die Headline liest und dann schon kaufwillig ist. Dann könnte man diesen Button sehr spezifisch schon setzen. Das wäre zum Beispiel interessante Anwendung. Also hier geht es eigentlich darum, Intelligenzen für verschiedene User-Szenarien begleitend für den Anwender zu haben. Also sozusagen über die Schulter blickend. Also wenn ich das mal zusammenfassen darf, haben wir im Grunde den klassischen Versicherungsvertreter abgelöst, ne? Weil der braucht niemanden mehr besuchen, weil wir genau wissen, was das Risiko des Kunden ist. Ob jetzt im Bereich Gesundheit, Hausratversicherung, Haftpflicht oder was auch immer. Ja? Also das kann man dann alles über eine Internet-Eingabe machen. Ich habe spontan noch an Anwälte gedacht. Da gibt es ja jetzt schon den Roboter, der die ganzen Recherchen und Präzedenzfälle zusammenstellt und so eine Verhandlung vor Gericht vorbereitet. Ne? Und dann hast du über einen Web-Service gesprochen. Finde ich super spannend. Man kann sich eigentlich die ganzen Online-Marketing-
Analysten sparen, die glauben zu wissen, was funktioniert, auch in Sachen SEO. Ne? Die versuchen, den Google-Algorithmus irgendwie zu verstehen, um zu sagen, okay, eine Landingpage muss so und so aussehen. Ja? Ich habe da mal ein A-B-Testing gemacht. Die KI hat den A-B-Test einfach schon über Nacht gemacht und am nächsten Morgen weiß ich genau, wie das Design aussehen muss und was genau in der Headline stehen muss, um die höchstmögliche Conversion zu haben. Ah, da habe ich auch übrigens witzige Insights. Ich habe mich auch mit jemandem unterhalten, also ich habe auch Kontakte in Google. Mhm. Den haben wir auch so mal drüber gesprochen, hier gerade mit diesen, also mit diesen Wellen, wo dann auf einmal das SEO nicht mehr gerankt hat. Also es wird ja, es war ja damals eine ziemlich heiße Phase, wo dann auf einmal dann alle auf einmal weggefallen sind, die ein gutes Ranking haben, weil sie halt irgendwelche Backlink-Seiten aufgebaut haben oder irgendwelche Pools. Was ich super interessant finde, ist, dass man hier sieht, dass Google immer mehr dahin hin zurückgeht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich den Algorithmus weiß, aber Google geht jetzt immer mehr dahin, einfach zu schauen, wo gehen die meisten Menschen drauf. Und wir haben ja das Surfverhalten mittlerweile sehr stark in Social-Media-Aktivitäten. Das heißt, der Google wird dann verwendet, wenn ich es im Social Media nicht finde oder nicht empfohlen bekomme. Also das heißt, wenn ich in meinem realen Leben einen Kontext aufrufe, der mich eigentlich aus meinem eigentlichen Social Funnel rausbringt. Also man spricht jetzt auch von Bubble sozusagen, dass wir uns eigentlich in Blasen, also in optimierten Blasen befinden. Wir bekommen den Newsfeed angezeigt. Das Gleiche befindet sich über Instagram. Das geht dann darüber weiter über Nachrichten, Applikationen oder hin zu Wetter. Ja, Wetter ist jetzt auch ein bisschen sehr schmalspurig gedacht, aber wenn ich in Düsseldorf lebe, schaue ich mir nicht das Wetter in Köln an. Aber letztendlich bewegen wir uns immer schon fast in Schienen. Mhm. Und da ist eben das Interessante, dass Google hieraus aus diesen Social Media Aktivitäten, also aus diesen Faden rausschaut, aus dieser Bubble, wo springen die drauf? Und wo die dann draufspringen, das scheint ja dann zumindest eine sozial validierte Quelle zu sein und rankt dementsprechend besser im Index. Mhm. Das finde ich auch eine super interessante Sache. Also mittlerweile kannst du ein creepy Design haben, schlechte Informationssachen. Die Links werden wieder wichtiger, weil die User interagieren. Also das ganze Social Media ist aufgebaut mithilfe von verschiedenen Links, Weiterleitungen und so weiter. Finde ich auch interessant. Ja, vor allen Dingen muss das Ganze, glaube ich, einfach auch ein bisschen besser werden. Ja? Also wenn ich mir anschaue, nehmen wir Facebook, ja, den Newsfeed, dann like ich das zusammen, was ich alles toll finde. Ja? Aber kriege eigentlich wirklich nur noch in meiner Blase die Informationen, die mich vermeintlich interessieren, aber ich kriege kein Gegenpart, ja, also kein Gegenpol vielleicht eher. Ja, dass ich zum Beispiel erfahre, was der Trump jetzt schon wieder vorhat, weil den Vogel würde ich vielleicht nicht liken, ja, als Beispiel. Und ich glaube, dass da eine KI wirklich dafür sorgen könnte, dass mir trotzdem die Vielfalt nicht verloren geht. Ja? Oder anderes Beispiel Amazon, dass wenn ich dort einen Laptop kaufe, ich mich am nächsten Tag einlogge und mir dann wirklich eine Idee gegeben wird, also ein Case für das Laptop bekomme und nicht noch ein Laptop, ne? Nochmal angeboten bekommen. Also, dass das einfach viel schlauer wird. Ja, sehr spannend. Und hier ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wie ihr wisst, ist dieser Podcast eine Produktion von Markenkonstrukt. Als Strategiebüro für digitale Markenführung helfen wir Unternehmen in digitalen Change- und Transformationsprozessen weiter. Wir glauben nicht, dass standardisierte Methoden und Vorgehensweisen konkrete Lösungen für vorhandene Probleme sind. Jedes Unternehmen ist aus unserer Sicht ganz individuell für sich zu betrachten, um Engpässe und Herausforderungen zu identifizieren. Mit unserem branchenübergreifenden Know-how setzen uns Unternehmen dort ein, wo Digitalkompetenzen gebraucht werden. Gern auch als Inkubator für die Entwicklung von Innovationen, um digitale Geschäftsmodelle zu evaluieren und neue Marktpotenziale zu erschließen. Wer von euch also wissen möchte, inwieweit euer Unternehmen oder Projekt fit für eine digitale Zukunft ist, schaut gern auf unserer Website www.markenkonstrukt.de vorbei und nehmt Kontakt mit uns auf. Wir beißen fast nie und digital tut auch nicht weh. Also lasst uns gemeinsam ins Handeln kommen, wir helfen euch dabei. Und nun geht's hier weiter. Viel Spaß.
Also vor allen Dingen auch diese kleinen Web-Services würden ja bedeuten, wenn wir jetzt mal in die Startup-Szene gehen, dass ich als kleines Startup mit so einem Web-Service, nehmen wir die Optimierung von Lead-Pages, ne, von Landing-Pages, zur Lead-Generierung würde ich natürlich ganz weit vorne sein und so die Agenturen, die sich da händisch mit AB-Testings vielleicht auch beschäftigen, würde ich natürlich schnell abhängen können. Ne? Ja. Wahnsinn. Sehr, sehr spannend. Dann lass uns doch gleich mal rübergehen zu dem Thema Produkte. Mhm. Jetzt haben wir ja die Industrie, ne, mit unserem 3D-Drucker, der intelligente Pillen und individualisierte Pillen ausdruckt. Dann haben wir jetzt mal über Dienstleistungen gesprochen, ob das ein Versicherer ist, ob das Web-Services sind. Wie sieht es mit Produkten selbst aus? Was kann eine KI dort machen oder was gibt es heute schon? Ja, theoretisch. Intelligente Waschmittel. Ja, das ist gut. Die Frage ist, wie grenzt man das ab? Ist das selbstfahrende Auto schon ein Produkt? Würde ich sagen. Ja, dann da ist zumindest die Entwicklung drin. Ansonsten, ich müsste jetzt mal wirklich überlegen, was habe ich so in der Box? Also klar, diese Selbststau, also die ganzen, diese Haushalt- und Gartenhelfer, also diese Staubsaugerroboter und Gartenmähgeräte, das sind zum Beispiel Sachen, die mittlerweile schon zu unserem Verständnis, also wenn man einmal so ein Ding hat, dann ist es irgendwie selbstverständlich, dass das Ding irgendwie so rumfährt. Mhm. Alexa zum Beispiel, die du auch einsetzt, weil du die im Hintergrund hast. Ich darf den Namen nicht sagen, sonst springt sie wieder an. Achso, okay. Und ich darf nicht zu laut sagen. Ich habe hier auf Kopfhörer geht. Ja, ja, sehr, sehr laut, meine ich. Und ja, also das sind natürlich Produkte, die... Ja, ich überlege gerade, ob man künstliche Intelligenz halt so als dieses Produkt komplett abschließen, klar, man kann, Alexa ist ein Produkt, ne? Das ist halt, bestellt es auf den Tisch und dann ist es da. Für mich, ich sehe halt immer diese ganzen Dienstleistungen, die dahinter sind. Ne? Also ich sehe halt diese Apps, also eigentlich ist Alexa für mich ein Gerät, ein App-Store, den du dir auf den Tisch stellst, weil im Endeffekt kannst du als Entwickler dahinter ganz viele Anwendungen dran binden. Den Staubsaugerroboter, deswegen habe ich ihn genannt, da ist die Intelligenz einfach verbaut und da kommt auch kein Update. Klar, es gibt welche, die kannst du updaten, aber dann ist es getan. Beim intelligenten Kühlschrank ist es schon wieder nicht so, der ist schon wieder vernetzt. Das heißt, ich überlege gerade, für mich ist das Produkt ja meistens so, das ist jetzt, das sehe ich dann so als geschlossene Box. Aber wenn, sobald du dann halt diese ganzen Dienstleistungen hinzupacken kannst, ist es für mich immer so ein Mix aus Dienstleistung und Service-Produkt-Kombination. Deswegen Ja. Stauchel ich hier gerade an der Stelle ein bisschen. Ja, ich finde es eigentlich toll, wie du es ausgeführt hast, weil ich glaube, es ist die Vernetzung und die Kommunikation. Also wenn Echo mit verschiedenen anderen Devices kommunizieren kann. Also ein Beispiel, meine Fernsehgewohnheiten, ja, oder welche Serien mag ich, vielleicht diese Geschichte, was kaufe ich tatsächlich ein, also tatsächlich auch mit Webservices wie Amazon verbunden ist, um herauszufinden, was geht mir vielleicht auch in einem regelmäßigen Abstand aus, ne? Dinge vielleicht auch vollautomatisiert, dass ich mich halt nicht mehr um Spülmaschinentabs kümmern muss, sondern die von ganz alleine hier ankommen, wenn das leer ist. Ja? Oder man ganz andere Branchen, nehmen wir mal Fashion. Ja? Es gibt ja heute schon Projekte und wir haben ja in Sachen Multitouch selbst mal so einen Prototypen entwickelt, einen interaktiven Spiegel, der nichts anderes ist wie ein Display mit einer Kamera oben drin, ja, und du bewegst dich dann mit deinen Klamotten und die Klamotten sind getaggt mit RFID-Chips und dieser Display erkennt das, ja, und empfiehlt dir halt zu der Hose, die du gerade anprobierst, halt auch noch ein paar coole Schuhe und sagt dir sofort, in welchen Größen die verfügbar sind oder ob man die halt nachbestellen kann oder sowas. Ja, coole Sache. Also richtig cool, spannend für so H&M und Co., ja, die einfach sagen, ich habe jetzt nicht die Berater, die jetzt meine Kunden da bedienen können oder beraten können, die eher Regale einräumen sollen. Ne? Und ich glaube,
ich weiß die Marke nicht mehr, aber es gab mal einen Modehersteller, der hat überall RFID-Chips verbaut und man konnte quasi, das haben die irgendwie getestet am Berliner Hauptbahnhof, konnte man quasi herausfinden, wo die Klamotten gekauft wurden, wie lange die schon getragen werden, ja, also und wer die Person sogar ist, ja, weil man das über eine Kreditkartenzahlung rausfinden konnte. Ja. Also da fängt dann wieder die Bedenklichkeit an. Aber interessant, wie im Grunde unsere Klamotten dann auch in der realen Welt miteinander kommunizieren oder mit anderen Services kommunizieren können, ja. Ja, das finde ich auch spannend. Ja. Die Kommunikation zwischen den ganzen, deswegen glaube ich, kommt auch dieser Gedanke der Singularität auf. Ne? Also letztendlich werden am Ende des Tages die ganzen, also Internet of Things, die ganzen Geräte miteinander kommunizieren können, mit aufbauen können. Also ob das jetzt zum Weltuntergangsszenario führt oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Was ich jetzt nur noch so als Produkte gerade in diesem Softwarebereich sehe, da ist es halt leichter, irgendwie so ein Produkt zu haben, also was jetzt nicht irgendwie hardwarebasiert ist. Mhm. Da gibt es ja halt zum Beispiel, wir entwickeln einen intelligenten Crawler, also der nicht nur Texte, sondern Kontext von Webseiten und Inhalten erkennen kann und auch die Bildinhalte mit den Text vergleicht. Also, dass man sagt, okay, wir haben jetzt nicht nur einen Text, sondern es ist auch wirklich Bildinformation. Was ist auf dem Bild zu sehen? Inwieweit ist das in den Zusammenhang mit dem Text? Mhm. Und dann können wir daraus die Informationen extrahieren. Und das ist ja auch zum Beispiel so ein selbstlernender, eigentlich ein KI-Produkt, könnte man das so sagen. Mhm. Mhm. Was dann auch mit dem Userverhalten gematcht werden kann, ne? Oder angereichert werden kann. Ja, definitiv. Ja. Also ich denke so intelligente Roboter, intelligentes Haus, Auto, Messtechnik, Lagertechnik. Ich meine, da tut sich extrem viel. Und Lagertechnik, wie gesagt, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Ich war mal in China in so einem Lager, da ist wirklich nur noch ein Eingang, ein Ausgang in der Halle. Es gibt noch Leute, die dann auf so Gitter oben langlaufen können, also und sehen dann unten auf dem Boden nur noch Roboter, also so wie kleine Staubsaugerroboter, die dann so einen Arm haben, um Boxen hinter sich herziehen zu können. In einer wahnsinnigen Intelligenz, also einfach so ein Schwarm an Roboter, die im Chaosverfahren die Boxen einfach sortieren. Aber die wissen halt genau, wo es ist. Wenn da einmal Strom ausfällt oder oder elektromagnetische Welle da durchs Haus schießen würde, ich glaube, dann wäre ein Chaos da, aber das System funktioniert hervorragend. Und das finde ich halt auch faszinierend. Das heißt, diese ganze Lagerhalle könnte man theoretisch auch als ein KI-Produkt sozusagen sehen. Ne? Ja, also, Wahnsinn. Finde ich interessant. Super spannend. Also ich glaube, die Frage ist, wir nennen es heute Plattform, ja, aber vielleicht ist das morgen das Brain, was dann verknüpft ist, ob das jetzt in Google oder Amazon KI ist, die dann irgendwie unseren Raum überwacht, connected ist mit diversen Produkten, vom Fernseher bis zum Waschmittel oder was. Ich glaube, da ist einfach die Frage, ne, wenn ich vielleicht morgen eine Wohnung miete oder ein Haus kaufe, welche KI lasse ich mir einspielen? Ja, also wie ich mich jetzt vielleicht mit meinem MacBook und iCloud verbinde, dann sage ich halt, synchronisiere bitte diese Wohnung mit der Google KI, ja, oder mit der Amazon KI. Also das wird, glaube ich, ein super spannendes Thema. Und allein wenn ich auch, ich hatte gerade noch die Verlagswelt wirklich im Kopf, die mit einer KI ja wirklich Content so maßgeschneidert ausspielen könnte, weil du den Crawler erwähnt hast, ja. Also man kann eigentlich den Verantwortlichen, den Entscheidern, den Unternehmern, die ja hoffentlich hier heute zuhören, echt nur so viel Mut wünschen, sich auf so ein Projekt wenigstens versuchsweise in einem Labor mal einzulassen. Ja, definitiv. Und ansonsten ist es halt auch so, dass es in der Zukunft einfach Produkte oder Dienstleistungen geben wird, die man sich einkaufen kann. Aber das ist halt die große Gefahr in KI, dass halt immer mehr dann outgesourced wird zu den eigentlichen Großen, die dann diese Sachen beherrschen. Ne? Mhm. Das ist eigentlich auch nochmal ein Thema für sich, worüber ich sehr, sehr viel nachdenke, diese Monopole, einfach diese Datenmonopole, und die dann dadurch eine Herrschaft, also Hoheit besitzen, um
an die es halt sehr, sehr schwierig ist, wieder ranzukommen. Also wenn ich einmal das Wissen zu allen Webdesigns und vor allem Designer als Adobe habe, dann ist es halt schwer, mir als Start-up dann die Daten irgendwie ranzukommen. Das wird halt, also das finde ich halt so super spannend. Wie sieht es in der Zukunft aus? Also wie lange wird es dauern? Also wie wir heute so ein Siemens oder wie wir heute so ein Mercedes oder was auch immer wir für ein großes DAX-Unternehmen haben, das Unternehmen, was halt mit KI ausgestattet ist und da als erstes die meisten Daten hat und das einmal am Markt akzeptiert worden ist, wie sieht es dann aus? Also wie schnell ist es dann möglich, das wieder rumzubrechen? Oder wie lange ist dann die Dekade, die sozusagen jetzt in der Industrie war? Das ist wieder ein neues Thema. Also ich sehe immer sehr kritisch diese Begrifflichkeit Industrie 4.0, weil sie es meiner Meinung nach irreführend ist. Also Industrie ist eigentlich jetzt vorbei, also so aus meiner digitalen Sicht sozusagen, weil es müsste eine neue Begrifflichkeit eigentlich da sein. Spannend. Und wenn wir das betrachten, entstehen neue Industrien, so wie wir es jetzt mit Google und Apple schon bereits sehen. Das sind aber ganz neue Industrien, die haben keine Förderkette, die arbeiten nicht mit Braunkohle, die haben teilweise gar keine physische Waren, die haben nur Informationen, die sie sozusagen transferieren. Und da an dieser Stelle, da denke ich momentan viel drüber nach, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Glaubst und du wo das? Kann man, Sorry. Und wo kann man sich als Startup eigentlich platzieren, dass man eigentlich mit Glück eigentlich noch irgendwie vielleicht gekauft wird, um hochzukommen? Also, oder im besten Fall, wo schafft man so eine Nische, dass man eventuell eine neue Industrie hochziehen könnte? Und das ist halt, man sieht es bei den Lebensmitteln, ne? Zum Beispiel, da gibt es halt ganz wenig große, ist bei vielen Industrien, aber da gibt es halt weniger große, wie zum Beispiel die Marke Kinder oder Mars und so weiter, sind halt Giganten dahinter und die kaufen halt, sobald ein Food-Startup irgendwie ein bisschen erfolgreich ist, kaufen die das und dann ist es halt, gehört es halt zu einer der großen fünf Lebensmittelkonzerne international. Und das ist halt, was ich immer so ein bisschen bedenke, gibt es überhaupt noch heute noch eine Möglichkeit oder ist es vielleicht zu spät, ein Startup aufzubauen, was nicht sowieso an Apple, an Google, an Microsoft oder anderen beiden dann verscherbelt wird? Das finde ich interessant. Oder sind das mittlerweile die in Anführungszeichen fünf internationalen großen DAX-Unternehmen? Ja, ich glaube, dass auch die einzige Möglichkeit für so große Unternehmen ist, überhaupt Innovationen im Markt ihr eigen nennen zu können, ne? Weil sie vielleicht auch zu kompliziert und zu behäbig sind, um schnell agil was auf die Beine zu stellen, ne? Und vielleicht eher große Forschungszentren unterhalten können, aber die erforderliche Startup-Mentalität halt als Großkonzern nicht hinkriegen, ja? Und klar, da der einzige Möglichkeit, dann zu expandieren, zu wachsen und auch vor allen Dingen den Wettbewerb auszuschließen. Also viele werden ja auch gekauft und dann wird das Thema eingemottet, dann Masters, ne? Nur um einfach vom Markt nehmen zu können. Es ist einfach ein strategisches Spiel. Definitiv. Meinst du, das vielleicht noch abschließende Frage, bevor wir hier maßlos überziehen, was wir eh schon haben, meinst du, dass unsere Politik so weit ist, zu verstehen, dass es hier einfach auch eine Regulierung braucht, also dass diese Monopolstellung ganz klar vermieden werden? Also ich habe ein ganz, ganz klares Bild aktuell von der Politik. Und das ist eins, dass die Politik gar nicht daran interessiert ist, das zu verstehen, was da ist, sondern ganz klar die Gefahr sieht, beziehungsweise die Gefahr sieht, so kann man es eigentlich schon sagen, dass die künstliche Intelligenz quasi nicht mehr handelbar ist. Durch den, ich will das kurz zusammenfassen, das ist auch Inhalt einer meiner Keynotes, ist die Essenz sozusagen, die künstliche Intelligenz mitbringt, birgt also einerseits, dass die Arbeitsplätze wegfallen, aber auf der anderen Seite entsteht dadurch Luft und Raum in der Gesellschaft, mehr Kreativität und auch mehr Unternehmertum, also in Form von Entrepreneurship zu haben. Das ist aber ein enormes Problem, wenn Industrien oder große Unternehmen in Deutschland wegfallen.
ist es auch ein großes Problem für die Regierung in Form von auch gerade für Steuereinnahmen. Ne? Es ist super einfach, so angestellte Mitarbeiter in einem großen Unternehmen zu kontrollieren. Da gibt es die Lohnabrechnung und so weiter. Wenn wir jetzt auf einmal alle Angestellten werden Unternehmer, dann wird es ein Riesenchaos, das sehr, sehr schwer zu handeln wird, allein schon finanztechnisch. Und deswegen glaube ich, ist das Interesse der Politik da auch, das zu regulieren. Und ich glaube, deswegen mag die Politik auch so gerne den Begriff Industrie 4.0. Weil in diesen Schienen sind wir jetzt lange Zeiten gefahren, schon über 200 Jahren. Haben wir jetzt Erfahrung, wie man Industrien, wie man große Unternehmen und darin die Mitarbeiter kontrolliert. Wenn wir jetzt auf einmal nicht nur den Wegfall der Arbeitsplätze haben, sondern wir haben ganz neue Arbeitsplätze. Stell dir vor, jeder der Arbeitsplätze wegfällt, wird zu einem neuen Unternehmer, weil keine Ahnung, was jetzt sein soll. Das klingt jetzt alles ein bisschen Hokuspokus, aber es kann ja theoretisch sein, dass zum Beispiel jeder so ein Trainer von Robotern wird oder es Absolut. Wird, mhm. oder die Kunst lebt auf einmal wieder auf oder keine Ahnung, da will ich gar nicht rein, weil ich nur sagen will, es müssen Alternativen geschaffen werden und die Alternativen sehen meines Erachtens so aus, dass sich die Pyramide wechseln wird. Also wo wir jetzt heute ganz wenig Führung haben, wo die Kontrollinstanzen oder die Politik von oben sozusagen ins Unternehmen nach unten schauen kann, wird sich das, glaube ich, schlagartig ändern, dass die Anzahl oben an Unternehmern wesentlich wachsen wird, also Selbstständigen, also jetzt nicht sagen, dass es alle große Unternehmen führen, sondern es wird mit einem Schlag viel mehr selbstständige Leute geben. Und diesen Trend sehen wir schon in der Generation Y und auch danach. Die Leute, die einfach selbstständig arbeiten wollen, unabhängig von Ort und Zeit. Und dieser Trend kombiniert mit künstlicher Intelligenz und dem Wegfall von den Arbeitsplätzen ein hochspannendes und explosives Thema. Ja, sehe ich absolut genauso. Genau, da wird es sich hinbewegen. Also die klassischen Unternehmen in ihren Strukturen wird es so nicht geben. Und ich denke auch, dass gerade in der Politik ist einfach viel mehr Interesse da oder viel mehr Initiativen, viel mehr. Also dass man wirklich mal ins Handeln kommt. Also die ganzen Debatten und Theorien sind eine Geschichte, aber wirklich mal praktisch in die Umsetzung zu gehen oder in den Dialog, in den Austausch, das wäre jetzt eigentlich zu tun. Ne? Ja, definitiv. Sehr schön. Florian, wir sind am Ende dieser, wie ich finde, sehr spannend gewordenen Folge. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ja. Und dein Wissen. Ich danke dir auch. Und freue mich auf das nächste Mal. Ja, ich freue mich auch. Und alles Gute dann. Ne? Ja, wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao. Bis dahin. Tschüss. Hier noch eine wichtige Info für alle die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung auf ihr Smartphone für clever halten. Den empfehle ich unbedingt unseren neuen und vor allem kostenlosen Messenger-Service. Ganz egal, ob ihr WhatsApp, Facebook Messenger, Insta oder Telegram verwendet, wir liefern euch alle neuen Podcast-Folgen, natürlich unseren monatlichen Ratgeber als E-Book sowie weitere spannende Informationen frei Haus in eure Lieblings-App. Und das alles kostenlos und ohne Werbespam, das verspreche ich euch. Geht dafür einfach auf unsere Website www.markenrebell.de und klickt im Menü oben auf den Punkt Service. Probiert es einfach mal aus. Es ist kinderleicht und seid gespannt, was hier in den kommenden Wochen so alles abgeht. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wären wir euch sehr verbunden, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet und uns eine Bewertung bei iTunes dalasst. Das dauert nur wenige Sekunden und ihr helft damit, dass auch andere diese Informationen erreichen und wir diesen Podcast für euch noch viel, viel besser machen können. That's it. Alle Informationen wie immer in den Shownotes. Nur das Beste für euch und bleibt rebellisch. Bis bald. Ciao.